Der Stadtrat in Bielefeld hat heute gegen unsere Stimmen beschlossen, dass Bielefeld an die Landesregierung appelliert, Bielefeld zum Hotspot zu erklären. Warum ist das eine falsche Entscheidung? Der Oberbürgermeister begründet die Entscheidung damit, dass die Kliniken in Bielefeld überlastet sind. Doch was würde es bringen, wenn wir Bielefeld jetzt wirklich zum Hotspot erklären? Rein gar nichts. Dass die Krankenhäuser belastet sind, liegt nicht an den vielen Corona-Patienten, die alle beatmet werden müssen, sondern an dem hohen Krankenstand bei dem Klinikpersonal. Und die Ansteckungen beim Klinikpersonal finden insbesondere im privaten Raum, beim Feiern gehen etc. statt. Eine Maskenpflicht, also jetzt eine Maskenpflicht durch die Hotspot-Regelung im öffentlichen Raum wieder erlassen zu können, das wäre überhaupt nicht zielführend. Darüber hinaus hat der Gesundheitsminister des Landes, Karl-Josef Laumann, schon bereits gesagt, diese Hotspot-Regelung, wenn Bielefeld das beantragt, das kommt ihm eh nicht in die Tüte. Deshalb haben wir heute dagegen gestimmt. Wir finden, wir müssen zurück zur Normalität. Da helfen jetzt keine landespolitischen Wahlkampfstunts des Oberbürgermeisters, der Bielefelder SPD und den Grünen. Deswegen haben wir heute gegen die Hotspot-Regelung für Bielefeld gestimmt.